Wer Schlagzeug spielen möchte, muss natürlich Sticks haben. Wenn du gerade erst anfängst, bist du vielleicht von dem Angebot erschlagen. Aber auch Fortgeschrittene und selbst Profis hadern oft damit, das passende Modell für sich zu finden. Manchmal glaubt man, man hat den perfekten Stick für sich gefunden und dann fühlt sich doch wieder ein anderer besser an. Das ist völlig normal. Wie du trotzdem den passenden Stock für dich finden kannst, genau darum soll es in diesem Video gehen. Und ich möchte dir ein paar ganz spezielle Tricks verraten, die dir das Leben bei der Suche viel einfacher machen und die ich bisher noch nirgendwo anders gesehen habe. Ich sehe immer wieder Videos oder Artikel, die angeblich helfen sollen, den passenden Stick zu finden. Aber da wird dann nur erklärt, was für Sticks es überhaupt gibt und was die Typenbezeichnungen bedeuten. Das hilft dir ja nicht wirklich weiter. Ich möchte dir jetzt erklären, wie du tatsächlich den passenden Stick für dich findest. Um das herauszufinden, solltest du das Video auf jeden Fall ganz anschauen. Wie immer auf diesem Kanal möchte ich dir nämlich die Tools an die Hand geben, mit denen du eigenständig wirst. Daher sprechen wir jetzt gar nicht lange darüber, wofür solche Bezeichnungen wie 5A oder 7B stehen, denn jeder Hersteller handhabt das auch anders, sondern es soll darum gehen, was der Stock leisten soll, damit du überhaupt weißt, wonach du suchen willst. Nur ganz schnell zu den Modellbezeichnungen. Generell kann man sagen, Sticks mit höheren Nummern sind leichter, die mit niedrigen sind schwerer und der Buchstabe A oder B ist dann nochmal eine feinere Unterteilung. A-Stöcke sind dünner, B-Stöcke sind dicker. Und dann gibt es natürlich noch unzählige spezielle Bezeichnungen, die bei jeder Marke etwas anderes bedeuten. Und das ist natürlich auch geschickt gemacht. So kannst du nur die Modelle eines Herstellers untereinander vergleichen. Deshalb halt dich weniger an diesen Bezeichnungen auf, schreib dir lieber die genauen Maße, die Länge und Dicke in Millimetern, das Gewicht auf. So kannst du auch Stöcke unterschiedlicher Hersteller vergleichen. Und jetzt möchte ich dir zeigen, wie genau du das am besten machst. Gleich einer meiner wichtigsten Tipps zuerst. Check erstmal die Extreme. Die meisten empfehlen dir, erstmal ein durchschnittliches Modell zu nehmen wie 5A oder 5B. Ich sage genau das Gegenteil, denn sonst passiert Folgendes. Du hast ein durchschnittliches Modell und das klappt für dich, fühlt sich gut an und du merkst gar nicht, dass es ein besseres für dich geben könnte, weil du gar nichts anderes kennst. Und erst nach Jahren entdeckst du andere Möglichkeiten und findest Maße, die dir viel besser liegen. Beweg dich lieber von den Extremen zu einem Mittelwert, denn die Extreme sagen dir was über den Durchschnitt, aber nicht andersherum. So kannst du eine viel informiertere und bewusstere Entscheidung treffen, weil du das ganze Spektrum kennst und vergleichen kannst. Und vielleicht passt ja auch etwas Extremes zu dir. Das hättest du sonst nie herausgefunden. Wenn du mit einem durchschnittlichen Paar anfängst, weißt du nicht einmal, wie sich ein sehr schweres oder ein sehr leichtes anfühlen würde. Das Beste, was du tun kannst, ist, mehrere sehr unterschiedliche Paare zu kaufen und immer mal abzuwechseln. Auch mal bei derselben Übung oder beim selben Song, vielleicht sogar ein Stock pro Hand. Das trainiert auch gleichzeitig dein Feingefühl und dein Bewusstsein dafür, was unterschiedliche Sticks überhaupt machen. Denn darum geht es ja. Du wirst erstmal erleben, wie verschiedene Dicken, Längen, Formen und Hölzer reagieren, klingen und sich in der Hand anfühlen. Und dann kannst du dich in immer kleineren Schritten dem Ziel annähern. Denn so funktioniert Lernen ja. Große Ausschläge in alle Richtungen und dann werden wir immer feiner und immer genauer bis zum Ziel. Du findest deinen perfekten Stock also viel schneller, wenn du bewusst erstmal die Extreme auscheckst, weil du so super herausfindest, was nicht zu dir passt und weil du dann eine bewusstere Entscheidung triffst. Denn aus den Erfahrungen mit den Extremen kannst du viel besser einschätzen, wo auf der Skala dein Ideal liegt und dich dann annähern. Nur ein Disclaimer, man muss die Technik für jeden Stick anpassen. Der Vorteil ist dann natürlich, dass du lernst, flexibel zu sein und mit jedem Stick zu arbeiten. Warum das so wichtig ist, werden wir später sehen. Du erhöhst auch dein Bewusstsein für deine Technik. Wenn du jedoch gerade anfängst, an einer ganz bestimmten Technik, wie zum Beispiel Double Strokes, zu arbeiten und dein Fundament aufzubauen, dann solltest du das vielleicht lieber erstmal mit einem eher durchschnittlichen Stick tun. Und du wirst die Vorteile eines Modells nicht wahrnehmen, wenn du alle genau gleich verwendest. Der Stick muss ja in einem System aus Musiker, Technik, Instrument und Musik passen.
Wenn du den richtigen Stick für dich findest, funktioniert dieses Konstrukt nahtlos und flüssiger. Und das bringt uns zur nächsten wichtigen Frage. Woran merkt man jetzt genau, dass ein Stock zu einem passt? Klar, er sollte angenehm in der Hand liegen. Du solltest dich einfach wohl damit fühlen. Aber den wahren Nutzen des Modells erfährst du nicht beim ersten Test, sondern erst nach einiger Zeit. Man muss sich an den Stick gewöhnen. Wie immer im Leben. Ist auch wie beim Aufbau des Drumsets. Du hast die perfekte Einstellung der Abstände und Winkel gefunden, denkst du, aber schon bei der ersten Probe im ersten Song passt es irgendwie nicht mehr. Das liegt daran, dass du beim Testen ganz anders spielst, als wenn du Musik machst. Also immer mal den Kopf ausschalten, einfach machen, danach aber reflektieren. Also spiel einen Song wie immer oder spiel ein oder zwei Bandproben mit den neuen Sticks oder am neuen Aufbau und frag dich danach, wie es sich angefühlt hat und ob du was verbessern kannst. Du willst ja Equipment haben, mit dem du intuitiv spielen kannst. Also musst du dich in genau diese Situation begeben und danach schauen, ob das Equipment oder der Aufbau dann auch für dich gearbeitet hat. Der wahre Nutzen zeigt sich also oft erst im echten Einsatz und nach etwas Gewöhnungszeit. Und daher ist es tatsächlich auch gar nicht so wichtig, das perfekte Paar zu finden, das gibt es eh nicht, sondern sich für ein Modell zu entscheiden, das möglichst gut zu dir passt und dann viel Zeit damit zu verbringen, bis du alle Eigenheiten kennst und der Stock sich ganz natürlich anfühlt. Das erreichen wir, indem wir auch hier wieder alle Extreme auschecken. Nimm also das Paar, das vermutlich gut zu dir passt, und spiel damit alles Mögliche, verschiedene Übungen. Spiel sehr leise und sehr laut, sehr schnell und sehr langsam, wild oder total kontrolliert. Dann wirst du wissen, ob der Stick zu dir passt. Du wirst ihn aber auf jeden Fall schon besser kennen und kontrollieren können. Falls du nach einiger Zeit mit neuen Sticks übrigens Schmerzen in den Armen oder den Händen hast oder Blasen bekommst, dann ist das natürlich ein schlechtes Zeichen. Was viele vergessen oder verschweigen, ist, dass das oft aber nicht daher kommt, dass die Stöcke zu schwer sind, sondern zu leicht oder zu dünn. Du willst laut und kräftig spielen und weil die Sticks nicht genug Masse haben, drückst du noch doller, spielst mit mehr Kraft. Genauso wie man unwillkürlich lauter spricht, wenn man Gehörschutz auf hat, weil man sich selber nicht laut genug hört. Nimm lieber dickere Sticks, sodass du durch die Masse oder die Holzart mit weniger Kraft automatisch mehr Lautstärke erzielst und dann wirst du auch lockerer bleiben können. Genau das habe ich auch erlebt, als ich in einer Death-Doom-Metal-Band gespielt habe. Da bin ich auf die Tommy Aldridge Signature Sticks umgestiegen, 2S. Das sind echte Baseballschläger. Die sind so schwer, dass ich nur einen leichten Impuls geben musste und den Rest hat dann das Gewicht der Stöcke gemacht. Mit diesen Sticks konnte ich nur dadurch, sie fallen zu lassen, genauso laut sein, wie wenn ich mit dünnen Sticks voll reingelangt hätte. Und so konnte ich meine Hände entlasten. Das ist übrigens das Paradebeispiel dafür, dass der Stock dir die Arbeit abnehmen sollte. Der Stock soll für dich arbeiten. Das Gewicht und die Kopflastigkeit sind dabei unterschätzte Faktoren. Stöcke, die dick und schwer sind und sich vorne erst sehr spät und nur sehr leicht verjüngen, eignen sich gut für langsame und laute Musik. Wer schnell spielt, der sollte vielleicht eher kürzere und leichtere Sticks nehmen. Und wer leise und kontrolliert spielen möchte, der sollte Stöcke nehmen, die sich sehr stark verjüngen und daher nicht so kopflastig sind. Wenn dir die Stöcke übrigens sehr schnell brechen, kann das also ein Indiz dafür sein, dass du zu doll drückst, weil du lauter spielen willst und dann haben die Stöcke einfach nicht die richtigen Maße für dich bzw. die Musik, die du machen möchtest. Aber Achtung, es könnte auch sein, dass du die Stöcke einfach zu fest hältst, dass deine Technik also noch nicht da ist, wo sie sein sollte, damit der Stock dann für dich arbeitet. Dazu musst du ja locker sein. Film dich also am besten mal, um die Technik genauer anzuschauen und check gerne mal meine Tutorials zur Handtechnik. Vergiss dabei auch nicht, dass die Sticks, die du nutzt, nicht nur zu deiner Spielweise und Technik passen müssen, sondern sie sind auch ein sehr entscheidender Faktor beim Klang. Denn es kommt ja nicht nur darauf an, wie sie dir in der Hand liegen, sondern ob sie dich möglichst effektiv zum Ziel bringen. Die Masse, das Material und vor allem die Kopfform entscheiden sehr stark über den Sound, der am Ende rauskommt. Überleg also auch, wo du klanglich hin willst. Bei Doom Metal eignen sich zum Beispiel große, flache Köpfe, sodass selbst normale Schläge auf dem Ride fast wie ein Crash klingen, wegen der großen Fläche, die auf das Becken trifft.
Bei Jazz willst du eher einen feineren, klareren Anschlag, dann nimmst du wahrscheinlich eher Sticks mit kleineren, runden Köpfen. Und wenn du viel Rimclicks spielst, willst du hingegen wieder etwas mehr Masse haben. Hier mal ein paar Beispiele, wie stark der Stick den Klang verändern kann. Und das ist auch etwas, was viele nicht bedenken. Weil die Stöcke so einen großen Einfluss auf den Klang haben, sollten wir uns an den Gedanken gewöhnen, dass wir je nach Situation auch mal andere Sticks auswählen. Und deshalb solltest du auch viele verschiedene ausprobieren und kontrollieren können. Ich habe immer eine ganze Reihe verschiedener Längen, Dicken, Hölzer, Kopfformen parat und wähle die aus, die mich am besten zum jeweiligen Ziel bringen. Das heißt übrigens auch, dass ich natürlich mit all denen mal üben muss, damit ich mich daran gewöhne, wie sie jeweils reagieren und klingen. Manchmal reicht aber auch nur eine Veränderung des Gewichts. Ich spiele meistens 5B Extreme Stöcke, aber wenn ich schneller oder leiser spiele, nehme ich die leichteste Grammatur, die ich habe. Wenn du also nicht immer nur im gleichen Kontext spielst, gleiche Band, genau die gleiche Musik, gleiche Lautstärke und so weiter, solltest du auch ein paar verschiedene Stöcke für verschiedene Einsatzbereiche haben, so wie eben auch Besen, Rods, Mallets und so weiter. Selbst die besten Musiker mit eigenen Signature-Modellen wählen je nach Situation auch mal andere Instrumente für einen spezifischen Kontext. Genau wie Sportler, die zwar ihren Standard haben, aber je nach Situation auch mal ein spezielleres Gerät nehmen. Und damit möchte ich dir übrigens einen ganz großartigen Trick verraten, den ich mal entdeckt habe. Wenn man leiser spielt, ändert sich ja nicht nur die Lautstärke, sondern auch der Klang und das Feeling. Im Rock spiele ich kräftig, um auch die Attitüde zu transportieren. Und nicht einfach nur, um laut zu sein. Manchmal möchte man aber eine geringe Lautstärke, aber trotzdem viel Energie. Und das habe ich mal in einer Big Band erlebt. Da habe ich auf einer Probe mit total viel Hingabe gespielt, mir riesen Spaß gemacht, aber alle haben gesagt, ich bin viel zu laut. Zugegeben, an dem Tag kam ich gerade von der Ohrenfeintournee zurück und es kann sein, dass ich da vielleicht noch einen anderen Maßstab hatte. Big Band Musik kann und soll ja auch mal laut sein, aber in dem Fall war ich tatsächlich etwas über das Ziel hinausgeschossen. Als ich dann einfach nur leiser gespielt habe, habe ich mich aber total in meinem Ausdruck gehemmt gefühlt. Ich musste alles eben bewusst kontrollierter spielen und musste mich eben total zurückhalten. Dann habe ich einfach dünnere Stöcke aus Weißbuche genommen, die sehr, sehr leicht sind und sehr kleine Köpfe haben. Und nur durch die Stockwahl war ich jetzt schon signifikant leiser. Ich konnte also weiterhin sehr expressiv spielen, ohne dabei laut zu sein. Ich musste mich also nicht einschränken, konnte weiterhin große Bewegungen machen und mit Hingabe spielen, aber das Ergebnis hatte nur durch die Stockauswahl die richtige Lautstärke bei der richtigen Energie. So wichtig kann es sein, die richtigen Sticks für die jeweilige Situation zu finden. Aber natürlich solltest du einen Standardstock für dich finden, mit dem du dich so wohlfühlst, dass du das meiste damit spielen kannst. Intuitiv, weil der Stick wie eine Verlängerung von dir ist. Damit du nicht mehr darüber nachdenken musst. Das wird immer ein Kompromiss sein, wenn du laut und schnell spielen möchtest, darf der Stock eben nicht zu leicht, aber auch nicht zu kopflastig sein. Dein Stock wird immer einer sein, mit dem du das, was du am meisten spielst, am besten spielen kannst. Aber es wird keinen Stick geben, mit dem du alles perfekt machen kannst. Das zu versuchen, führt zu Frust. Sei bereit, dich der Situation anzupassen. Wenn du dich auf die Suche nach deinem Stick machst, denk also an die Parameter, die das Spielgefühl und den Klang beeinflussen. Neben der Länge und der Dicke sind das auch das Material, also neben der Holzart vielleicht auch sowas wie Carbon, oder speziell behandeltes Holz, das Gewicht, also die Dichte des Holzes, die auch bei Stöcken der gleichen Maße variieren kann,
Dann die Kopfform, die Verjüngung nach vorne und auch die Oberfläche, lackiert oder unlackiert. Es gibt welche mit speziellen Oberflächen oder Einkerbungen für besseren Grip und so weiter. Und schnell noch ein Wort zu Signature Sticks von berühmten Drummern. Denkt dran, dass das größtenteils Marketing ist. Signature-Modelle sind nicht besser als andere Sticks. Jeder muss für sich den passenden Stock finden. Wenn Dave Wackel oder Benny Greb ihren Stock gefunden haben, ist das super. Dann können sie das vor allem aber auch super begründen. Das klingt immer total plausibel, wenn sie die Vorteile erklären. Aber das ist immer noch lediglich der Stock für diese Person. Und die Vorteile, die sie erklären, sind die Vorteile für sie. Und es ist ein Werbemittel für diese Marke. Sieh ein Signature-Modell also einfach nur als eines der vielen Modelle, die es gibt und schau auf die reinen Maße, die bloßen Zahlen. Nur weil du Fan von dieser Person bist, passt ihr Stock nicht zwingend zu dir. Der Vorteil von Signature Sticks ist allerdings, dass man daran sehr gut sehen kann, wie persönlich die Auswahl sein kann, wenn man mal die Maße vergleicht, die sich verschiedene Musiker aussuchen. Und wenn man die Beweggründe liest oder hört, die sie dafür geben, warum sie eine bestimmte Form, bestimmte Größe und so weiter gewählt haben, bekommt man ein paar Anregungen für seine eigene Suche und vielleicht hat man ja auch genau das gesucht. Das kann ja auch immer sein. Und manche Schlagzeuger designen Sticks für einen ganz speziellen Einsatzbereich. Wenn du genau diese Musik oder genau diese Technik lernen oder spielen möchtest, dann kannst und solltest du diese Sticks auf jeden Fall auch ausprobieren. Ich habe ja schließlich auch einen Signature-Stick, aber ich bin ganz ehrlich, mal abgesehen davon, dass da mein Name draufsteht, ist das das Standard 5B Extreme-Modell der Marke iSticks. Allerdings haben die tatsächlich drei Besonderheiten. Das eine ist, ich mag dicke Sticks, ich habe gerne viel Kontakt zum Holz, viel taktile Rückmeldung und es gibt mir einfach ein gutes Gefühl, ich habe gerne viel Holz in der Hand, aber es sollte nicht zu schwer sein, also lege ich sehr viel Wert auf eine genaue Grammatur, die sind alle zwischen 55 und 58 Gramm schwer und es gibt sie sowohl lackiert als auch unlackiert, falls ihr das mal vergleichen wollt und natürlich ist diese grüne Farbe schon echt was Spezielles und das finde ich echt ziemlich cool. Also, wenn ihr diese Sticks mal ausprobieren wollt, freue ich mich natürlich sehr. Ihr könnt sie direkt bei mir bzw. in meinem Shop bekommen. Alle Infos dazu findet ihr in der Beschreibung. Außerdem verlose ich zwei Paar dieser Sticks unter allen von euch, die mir bis zu diesem Datum in die Kommentare schreiben, welches Modell sie bisher spielen. Wenn du das Video später siehst als dieses Datum, solltest du unbedingt abonnieren, denn ich werde immer mal wieder solche Verlosungen machen. Wenn du das Glockensymbol aktiviert hast, wirst du das nicht mehr verpassen. Also, ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen auf der Suche nach den passenden Drumsticks, eine viel fundiertere und selbstbewusstere Entscheidung zu treffen. Und ich hoffe, du konntest sehen, wie wichtig es auch ist, sich damit auseinanderzusetzen, was es für einen Einfluss auf dich und dein Spiel haben kann. Wenn möglich, geh mal in ein Geschäft und vergleich eine Stunde lang die verschiedensten Sticks. Wenn du das noch nie gemacht hast, dann bringt dich das als Drummer mindestens so weit, wie eine Stunde zu üben. Darum geht es ja schließlich immer auf diesem Kanal. Über den Tellerrand schauen, verborgene Zusammenhänge entdecken und erkennen, was überhaupt alles so relevant sein kann, um ein Instrument effektiv zu lernen. Auch im nächsten Video, da möchte ich euch nämlich sagen, wie wir den Stock am besten halten und greifen, damit er dann für uns arbeitet. Da möchte ich euch ein tolles Konzept zeigen, mit dem man super schnell in das Thema reinfindet, gerade für die Anfänger, aber auch für die Fortgeschrittenen, denn ich möchte euch da eine andere Herangehensweise anbieten, denn ich bin mit dem, was andere Schlagzeuglehrer dazu erzählen, oft nicht einverstanden. Also checkt das mal aus, ihr findet das Video hier. Abonniert auch gerne für mehr Videos, jeden Donnerstag um 18 Uhr. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten. Bis dahin, macht's gut. Ciao.